Ich darf euch mal wieder begrüßen bei der Freien Akademie Schönberg. Ich bin hier 12 Kilometer von Lübeck-Travemünde entfernt. Die Akademie ist ein kleines Hotel am See gelegen mit einer Kunsthalle. Die letzte Veranstaltung hier in der Kunsthalle war von Günter Grass, dem Nobelpreisträger. Wir kennen ihn alle, er ist in Lübeck ansässig und ein kritischer Mensch, aber auch ein Künstler durch und durch. Die Akademie hier gehört einem Freund von mir, der ist Künstler, Maler, ist in Hamburg am Gymnasium als Lehrer, unterrichtet Kunst und Theologie. Ich bin hier, um auf sein Objekt ein bisschen zu achten und kann hier mich entfalten mit meiner Kunst. Meine Kunst, die ist vielfältig. Das hat man im Bild schon gesehen. Ich mache die Wolkenbilder, 1500 Wolkenbilder habe ich fotografiert. Hier am See in Schönberg, hier sind 7 Seen, die in Reihe aneinander liegen. Und sie fließen ab in Richtung, hier am Hotel vorbei, in Richtung Dassow und dann nach Travemünde an die Ostsee, an die Lübecker Bucht. Also 12 Kilometer weiter münden die dann in die Ostsee. Und ich mache viele Filme von der Natur. Es gibt von mir in YouTube ungefähr 760 Filme über die Schönheit der Natur. Ich fotografiere die Schwäne. Wir füttern die Schwäne hier im Winter, die im Freien überleben. Dieses Jahr haben sie es gut, es ist kaum Winter gewesen. Und hier habe ich auch die musizierenden Bäume entdeckt. Die musizierenden Bäume, das kann man mal nachsehen in Google, aber ich will es kurz noch mal zeigen. Bäume haben Strichcodes auf den Baumrinden, wie man das sehen kann. Das sind Birken, das sind Eschen. Und diese Strichcodes kann man lesen. Diese Strichcodes kann man auswerten mit einer Schablone, wie ich sie hier habe. Und wenn man diese Strichcodes ausgelesen hat, dann kann man die übertragen. Das wird in Zahlen ausgelesen. Und die Zahlenreihe kann man übertragen auf echte Instrumente, also hier auf dem Keyboard. So hört sich das dann an, wenn ein Baum Musik macht. Jeder Baum hat andere Musikcodes, und zwar auf den Baumstämmen, auf den Ästen, auf den Zweigen. Alle Codes sind anders, aber man kann sie mit einer Schablone auslesen. Man kann auch die Bäume fotografieren, so wie ich das hier gemacht habe. Kleinere Fotos, die kann man dann übertragen auf einen Papierstreifen, so wie ich den hier habe, bei einer Mini-Drehorgel. Und man kann das dann abspielen. Es hört sich sehr spannend an. Ich will das jetzt nicht neu vorspielen, es gibt es so oft in YouTube zu sehen. Man kann nachsehen unter Google Bäume musizieren.
Ich habe gerade nachgesehen in Kogoshima, wo immer muss ich hin. Wunderbare Filme sind da drin. Und natürlich kann man das Ganze auch, wenn man kein echtes Instrument hat, kann man das mit virtuellen Keyboards spielen. Virtuelle Keyboards kann man runterladen aus dem Internet, virtualpiano.net.de zum Beispiel, und dann kann man das virtuell mit der Tastatur vom Computer spielen. Jetzt möchte ich doch mal, warum ich überhaupt diesen dritten Film dieser Information mache. Ich möchte das ergänzen zu meinen bisherigen Informationen. Wie bin ich hierher gekommen nach Schönberg? Ja, ich stamme ja aus Süddeutschland, habe viele Berufe gemacht, kann man alles nachlesen in meiner Vita bei Volker Schäffler, in meiner Webseite. Ich war Armaturen-Messgerätemechaniker, war Polizist in Mannheim, war in vielen Berufen als Manager tätig für Klinikprojektierung. Ich habe eine Fluggesellschaft gehabt in Lübeck, habe Privatpiloten ausgebildet, habe Fitnesscenter betrieben in Lübeck, die ich selbst aufgebaut habe, selbst betreut habe, mit Trainern betreut, und bin dann mal 1971 nach Lübeck gekommen für 14 Tage, um in der Kaufhausüberwachung tätig zu sein. Habe dann hier gewirkt in vielen, vielen, in Hunderten von Kaufhäusern, 20.000 Kriminelle gefangen, habe viele Kämpfe überstanden. Man hat mich oft angegriffen mit allen möglichen Werkzeugen und mir ist nie etwas passiert. Und als ich nach Lübeck kam, das war wie gesagt 1971, da war noch eine ganz andere Zeit. Ich kam hier an und man konnte in die Disco gehen, barfuß hier in Lübeck. Ich hatte noch einen schönen Schlapp drauf. Das war eine wilde Zeit. Hier regierten noch die Zuhälterbanden, die Deutschen, hat man ja heute nicht mehr. Das war Ursus bekannt und Olaf Stocker, die Lübecker werden die noch kennen. Ursus und Stocker und die ganze Bande, die haben hier einen Türken erstochen mit einer Machete, haben ihm den Arm abgeschlagen und die hatten 3 Jahre Gefängnis gekriegt. Also auch damals war die Zeit merkwürdig. Aber es waren auch meine Gegner, denn die hatten sich auch formiert, haben Bandendiebstähle organisiert und wir haben die natürlich auch hops gehen lassen, auch hochgehen lassen. Und sie haben mich aber geschätzt, einfach weil ich auf meiner Seite meinen Weg ging und sie auf ihrer Seite. Man hatte gegenseitig Respekt und es war eine andere Zeit. Eines Tages bin ich dann, einen Schritt zurück, ich hatte dann mehrere Fitnesscenter in Lübeck aufgebaut, immer so nebenbei. Ich habe natürlich Detektei gemacht, Kaufhausüberwachung, Wirtschaftsdetektei, Revisor und all diese ganzen Dinge im Bereich der Manko-Reduzierung. Ich habe viele Erfindungen gemacht, habe diese vermarktet. Und dann habe ich diese Fitnesscenter aufgebaut und dann kam zu mir ein 16-jähriger Türke und hat dann bei mir trainiert Kickboxen. Und er war sehr gut. Er hat sich dann weiterentwickelt, ist dann selbst Trainer geworden und nannte sich, er hat dann in der Türkei den Kickboxverband geleitet und auch den Weltkickboxverband. Und er nannte sich dann später Vater des Kampfsports der Türkei. Also Leute, dann dürft ihr zu mir Großvater des Kampfsports der Türkei sagen. Er hat ja bei mir gelernt.
Aber was ich damit sagen will, warum ich auf diesen türkischen Freund komme, ich habe ihm viel zu verdanken, weil er hatte mich mal in die Türkei geführt.